Weltzeitmenge grüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag. Uns geht weiter. Castle Grayskull Mega Constructs, dritter Block. Ganz genau. Also dritte Box. Ist jetzt, glaube ich, schon der. Gott, wie viel haben wir jetzt schon gemacht? Vier Aufnahmeblöcke? Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Wird gerade ein bisschen laut. Verzeihung. Rupfen das hier mal wieder auf wie ein Stier. So, und dann gucken wir doch mal. Wir brauchen jetzt Tüten 27 und 28. 31, 32, das ist 40. 27. 34, 35. 33, so, da haben wir hier schon mal 31 bis 35. 41. 38. 39. 37, 36 und die 30, ganz frisches Zeug. Erstmal ein bisschen wegräumen. 29 und hier ist dann die 28. So, wir sind bereit. Das hier ist ja, was wir bisher in vielen Jahren Handarbeit hinbekommen haben. Das stellen wir mal weg. Erdmännchen passen auf, Getränk passt auf. Es kann gar nichts schief gehen. Haben wir das kleine Zeug. Das würde ich schon wegrollen. Bleib hier. Und das große. So. Wie schon bei den letzten Malen schummeln wir das hier jetzt einfach irgendwo dazwischen. Das wird ja keine reguläre Sendung. Nehmen wir es mal so, sondern wird Montag, Dienstag, irgend so etwas. Damit wir mal vorankommen, aber immer wenn ich kurz gesagt hatte, wisst ihr was, ich überspringe mal was und ich nehme mal was irgendwie für mich alleine auf, das zeige ich euch dann. War euer Feedback recht eindeutig, dass ich das doch bitte nicht tun solle, sondern alles hier aufbauen. Da sage ich, na gut, dann gucken wir uns das doch einfach gemeinsam weiter an. Ihr habt so gewollt, was soll ich tun? Beschwert euch dann nicht später bei mir. Ich muss es ja eh aufbauen. Und dann nehme ich euch mit. Auch wenn ich so ein bisschen langsamer baue, glaube ich, schaffen wir es trotzdem, in einer halbwegs adäquaten Zeit das Ding hier zu Ende zu bringen. Und es wird ja hier jetzt sehr ähnlich sein wie beim letzten Aufbau dieser Turm. So machen wir das hier jetzt einfach wieder. So kleines Zeug. Deswegen glaube ich, sind auch die baulichen Überraschungen überschaubar und ich halte euch aber natürlich ein bisschen auf dem Laufenden, was hier Lustiges passiert. Ich habe immer noch nicht bei PK reingeguckt. Ich halte mich noch fern, solange ich kann. Auf dass es fertig abgedreht ist, dann schaue ich es mir an. Ich habe auch kein Problem, wie ich ja schon sagte, mit Spoilern. Mir geht es ja mehr darum, wie sie es gemacht haben, nicht was sie gemacht haben. Und das Wie kann ich mir auch anschauen, wenn ich genau weiß, worum es geht. Ich verstehe dieses ganze Spoiler-Thema sowieso nicht. Habe ich noch nie verstanden. Aber für manche ist es sehr wichtig. Ich möchte ja niemandem da den Spaß rauben. Aber es ist selten, dass ich etwas früh sehe, früh mitbekomme oder irgend sowas. Passiert bei mir eigentlich nicht. Ich muss mir natürlich noch Bad Boys angucken. Das ist ja klar, weil ich meine, was war der erste? 95, der nächste 2002, 3, 4. Das waren schon wichtige Filme und sehr unterhaltsame Filme und möchte ich natürlich mal gucken, wie die das weiter fortgeführt haben. Aber da hatte ich hier bei uns, wir haben so ein Lounge-Kino und da wollte ich Karten besorgen und ganz ehrlich, das ist die Webseite aus der Hölle. Es ist, anders kann man es gar nicht beschreiben. Und während des Buchungsprozesses wurde, ist ja ein 2D-Film, oder? Den gibt es doch gar nicht in 3D. Also ich habe ihn zumindest nicht in 3D irgendwo gesehen. Ein 2D-Film, bei dem mir am Ende in den Warenkorb immer 3D-Brillen gelegt worden sind, die ich dann wieder manuell rausgekickt habe. Womit natürlich aber die Unsicherheit steigt, ob man nicht doch vielleicht einen 3D-Film gebucht hat, weil weswegen sonst würden einem kostenpflichtige 3D-Brillen dann später noch berechnet werden.
Und es war auf dieser Seite nicht rauszukriegen. Es war auch nicht rauszukriegen, ob das OV oder Synchro ist. Auch nicht. Und da habe ich mir gedacht, wisst ihr was, Freunde? Vielleicht warte ich dann doch auf den Streamingdienst meines Vertrauens und schaue mir den Film halt in einem halben Jahr an. Oder so. Und das verstehe ich dann nicht. Ich meine, wenn man es schon mal schafft, mich mit einem Film so weit zu interessieren, dass ich sogar ins Kino gehen würde, dann verstehe ich so eine Hürde nicht. Ehrlich gesagt. Aber gut. Jeder wie er mag. Es war ja auch nur eine verrückte Idee. Und statt ins Kino zu gehen, was habe ich gemacht? Hier mit euch ein Set gebaut. Na guck. Also haben wir doch irgendwie alle was davon. Ich bin hier ein bisschen vorwärts gekommen. Ihr habt ein bisschen Unterhaltung bekommen, falls ihr es auch nicht ins Kino geschafft habt. Und Burg wird gebaut und alle sind glücklich. Im Endeffekt sind alle glücklich. So ist es. Und ich bin ja sowieso kein großer Kinogänger mehr. Früher noch so Sneak und so Geschichten, das hat man immer mal gemacht. Aber mit dem zunehmenden drastischen Alter geht man ja auch immer weniger vor die Tür. Man schreit ja nur noch Kinder an, die auf dem Rasen vorm Haus spielen. Und widmet sich YouTube. Also auch als Konsument. Habe ich ja gerade bei meinem Der Held-Kanal drüben ein Video gemacht. Das müsst ihr jetzt ja, genau, ne? Richtig, das habt ihr ja live, ihr habt ja alle gesehen, ne? Richtig. Und habe auch so ein bisschen über YouTube geplaudert. Und habe das ja auch so in so einer Hobby-Podcast-Version hochgeladen. Das ist aber dann die längere Version. Ich habe eine Version gemacht, da habe ich so, also die bei YouTube läuft, da habe ich fröhlich geplaudert, was für mich YouTube so ist. Beim Video sollte man es ja vielleicht ein bisschen knackiger machen und weniger langatmig. Und für den Podcast habe ich mich nochmal hingesetzt und habe das nochmal so in Ruhe eingesprochen mit ein bisschen mehr, weiß ich nicht, jetzt mal so ein bisschen schwereren Thema, was man da so macht, und habe mich so über zwei, drei Sachen ausgelassen, ein bisschen ausführlicher. Dass YouTube ja nicht nur Unterhaltung ist, sondern dass man da tatsächlich auch was lernen kann, wenn man möchte. Das ist ja unser heutiges Bildungsfernsehen. Die anderen lassen ja da ihren Auftrag ein bisschen links liegen. Und das macht mir gerade Spaß, mit dem Podcast, das so nebenher laufen zu lassen. So nicht. Warum nicht? Ja, auf jeden Fall habe ich da ein bisschen über YouTube philosophiert, und es ist tatsächlich so, oder? Ich meine, ich habe so mal jetzt, klar, ins Kino hätte ich mal gehen können, als Medienaufnahme. Ich habe meine Serien, die ich bei Netflix und Prime schaue. Und man natürlich irgendwie einen guten alten Film, der da läuft. Aber ansonsten ist YouTube. Es ist alles wirklich YouTube. Unglaublich. Die Zeit, die ich dort verbringe, beruflich, um Sachen zu recherchieren, also für den Laden zum einen, aber auch technische Sachen. Wenn irgendetwas mit dem Laden, wenn ich was wissen möchte, die meine Kassensoftware, mein DEC-Geräte, Beleuchtung, Warenpräsentation, was auch immer, wenn mich irgendetwas interessiert und ich es bei Google eingebe, ist meistens ein YouTube-Ergebnis das, was ich brauche. Und da wird mir was gezeigt. Heißt nicht, dass ich so machen werde, aber es gibt halt einem einfach einen Einblick. Ist ja auch manchmal, ich weiß nicht, je nachdem, wo man natürlich seine Interessen hat, aber ich finde es mal ganz spannend. Kann man mal gucken, wie sieht es denn eigentlich aus? Irgendein Hansel zeigt seinen Laden in wo auch immer. Und ich denke mir, hey, guckst du mal rein, wie sieht denn das bei dem so aus in seinem Laden? Was macht denn der da? Ich finde das spitze. Und dann kommst du ja vom Hundertste aufs Tausendste. Das ist ja das Gefährliche bei Wikipedia und bei YouTube. Dass man da drin hängt und man nicht mehr rauskommt, weil das nächste Video ja mindestens genauso spannend ist. Und dann ist da wieder irgendein Viech, was irgendwas macht, was ich mir angucke. Weil Viecher machen ja echt immer coole Sachen. Und dann baut einer doch aus einem alten Feuerwehrauto einen Wohnwagen. Ja, was mache ich? Guck's mir an, natürlich. Ich finde das klasse. Das macht mir Freude. Und so bin ich ja auf vieles gestolpert und überlege mir natürlich auch immer, welche Sachen davon mir Spaß machen würden und welche Sachen davon vielleicht euch Spaß machen würden, wenn ich sie mache. Und das muss ich ja mal ein bisschen filtern. Und dann denke ich mir, na gut.
Ich meine, ich mache ja auch viel Zeug, von dem ich dachte, es interessiert keinen. Und trotzdem machen wir es mal. Und muss ich mir mal gucken. Es wird nicht immer allen gefallen. Das ist ja auch gar nicht mein Anspruch. Aber vielleicht ein paar. Und das ist ja das Schöne. Und das ist das, was ich an YouTube ja so final liebe. Genauso wie auch an Netflix oder Prime oder sonst was. Ich habe mich im Fernsehen immer geärgert. Ich wollte was sehen. Ich wollte einen schönen Western sehen. Oder ich wollte einen schönen James Bond sehen. Alte Leute Fernsehen. Wann lief es auf ARD? Dienstags nachts um 1. Ich habe mir gedacht, was soll das denn? Was soll das denn mir sagen? Jeder Mensch, der irgendwie im Normalrhythmus arbeitet, ist raus. Und das war's. Und dann habe ich geguckt, was lief. Und dann lief um 20 Uhr irgendein Blödsinn. Da habe ich mich geärgert. Und dann habe ich mir gedacht, mal, wer guckt das denn? Na klar, hat es irgendjemand auch geguckt. Aber halt nicht ich. Und das ist doch das Gute beim Internet, bei YouTube. Man nimmt ja nichts weg. Man nimmt niemandem etwas weg. Es ist einfach nur on top. Das ist doch das Tolle. So, ich muss ja mal gucken. Ich muss hier Gerümpel dazu holen. Das in diesen vorigen Tüten. Ich bin immer noch nicht zufrieden damit, dass die das so machen. Dass man am Anfang irgendeine Tüte, so eine Kruscheltüte hat und aus der zieht man dann immer wieder das Zeug raus. Da kann man doch gleich irgendwie mit dazu bauen. So, das ist jetzt wieder hier dabei. Der Rest ist, glaube ich, hier dabei. So, die Init da draußen, ihr könnt jetzt mal langsam ans Telefon gehen oder ihr Mann antworten. Ich weiß es nicht, der quäkt auf jeden Fall ganz. Ich glaube, ihr hört es nicht, weil das Mikro in die Richtung geht, aber da draußen steht einer und brüllt irgendeiner Init irgendwas zu. Na gut. Hör doch bitte auf deinen Mann. Für uns alle. Jetzt hauen sie die Türen zu. Ich bin mir nicht sicher, ob die bester Stimmung sind. So. Ja, also man nimmt auf jeden Fall niemandem was weg. Ist doch fantastisch. Das heißt, ich kann hier den Unsinn machen und wenn jemand keine Lust hat, guckt das nicht. Und beim nächsten Video, bei dem ich wieder was mache, was wieder spannender ist, guckt mal wieder. Ja, sensationell. Wie großartig ist das denn? Und das ist etwas, was klar interessieren mich bei Netflix nicht mal 5% der Sachen, die hochladen. Aber das wäre auch, da hätte ich auch böse was zu tun, wären zu viele. Aber es stört mich doch nicht, dass sie das machen. Sollen sie doch bitte alles hochladen. Ist doch kein Problem. Es wird meine Nutzererfahrung wird dadurch nicht leiden in irgendeiner Form. Hauptsache, sie halten die Oberfläche irgendwie übersichtlich, damit ich mein Zeug weiter finde, was ich suche. Aber alles andere, bitte, bitte, bitte. Für alle Geschmäcker was hochladen. Ist doch großartig. So, wieso klappt das nicht? Was habe ich jetzt hier gemacht? Wieso geht das nicht? Ah, falsch rum. Ist fast immer der User-Fehler. Was soll man sagen? So. Ha? Runter. Alles klar. Das sieht ja gut aus. Du kommst jetzt hier unten rein. Können wir ein bisschen Training machen da unten. Zeige ich euch gleich. Keine Sorge. Und du kommst hier hin. Ja, also YouTube, was ist denn bei euch so die Sache? Was guckt ihr denn? Interessiert mich doch mal. Muss man mal schauen, was, welche Zielgruppe ich mir mit wem teile. Aber ich meine, es ist doch, man schaut doch auch Informationssachen an, oder? Man guckt sich doch mal so irgendwie, wenn man Fußball interessiert ist, guckt man sich dann nach dem Wochenende irgendwie an. Wir haben alle Ligen gespielt. Da sind die Sachen ja frei verfügbar. Kann man sich die Zusammenschnitte angucken. Das ist doch eine nette, echt nette Angelegenheit, dass das so geht. So, das bleibt schon wieder alles übrig. Ich habe da irgendwas vergessen. Da bleibt immer so viel übrig. Ja, da kommt doch noch. Da kommt doch noch eine Reihe drauf. So, und jetzt fehlt mir mal eins. Dann nehme ich das hier. Vielleicht ist mir aber auch zwischendurch runtergekullert. Wer weiß. Da schaut man sich dann die Zusammenschnitte an. Dann interessiert man sich für irgendein Musikvideo, oder? Reingezogen. Irgendeiner hat eine so 29 bis 31. Achtung, wird laut. Okay, das dann schon mal mehr, dann mache ich das mal so. Ich habe Angst, dass mir noch mehr darunter fällt.
allein die Musikvideosache ist doch fantastisch, oder? Ich finde die großartig. Was ich mir da für tolle Konzerte schon angeguckt habe. Sensationell. Kurz stärken. Also das, davon hätte ich geträumt als Jugendlicher, dass wir die Auswahl gehabt hätten. Alles, was man an Musik sich nur vorstellen kann, man hat Zugriff drauf. Das ist auch hier hinten, so ein halber 2x2 Brick rund. Oh Gott, fokussiert er da drauf? Wahrscheinlich, irgendwann. Halbes Ding. Ja, sensationell. Ich weiß ja nicht. Wir machen das hier. Junge Leute. Sind da draußen junge Leute, die mir zugucken? Das Leben ohne YouTube kann man sich doch gar nicht vorstellen, oder? Ich meine, ich fand es ja schon als Erwachsener, als ich YouTube dann entdeckt habe und ich es nutzen konnte und es noch so klein war, selbst da fand ich es so dramatisch gut, obwohl ich eine andere Welt gewohnt war, dass ich mir denke, wenn man damit aufwächst, dass YouTube gibt, kann man sich doch gar nicht vorstellen, dass es nicht da wäre. Also das ist doch was viel zu Geniales, dass man sagen könnte, ja gut, darauf kann ich auch verzichten, das ist nicht so wichtig für mich. Geht doch gar nicht. Ich wüsste auch nicht, klar gibt es jetzt Sachen wie Twitch oder so, dass man da dann eher streamt oder so. Man kann ja auch bei YouTube streamen, aber das ist dann eher Streaming, vielleicht Gaming, vielleicht von den Inhalten her ein bisschen dann spezieller. Aber ist ja nicht so, dass man sagt, nee, also ich nutze Twitch, also YouTube benutze ich nicht. Klar gucken die Leute, die Twitch bevorzugt nutzen, auch bei YouTube, was sind ja andere Sachen. Ich sehe da auch, natürlich ist es irgendwie Konkurrenz, aber ich sehe da auch nicht das Problem, als ob man da sich irgendwas für etwas entscheiden müsste. Und dann kann man da auch wieder einen Krieg anfangen und sagen, nee, also Xbox viel besser als die PlayStation. Nee, die PlayStation ist viel besser als die Xbox. Ja, dann kauft euch beides. Also als ob es dann, ist doch kein Problem. Dann hat man das eine und nicht das andere. Und die anderen sollen das andere machen. Das ist doch immer diese, für mich ist es, sobald man sich entscheiden kann und einem nichts anderes weggenommen wird, ist es doch völlig egal. Ich verstehe das Thema nicht. Ich verstehe auch das Thema bei Android, Apple nicht. Sollen doch alle machen, wie sie wollen. Ich werde ja nicht gezwungen. Ich kann genau das machen, was ich möchte. Ich finde es großartig. Dann kann man sich da echauffieren drüber. Das ist bei mir immer natürlich die klare Sache, wenn Leute gesagt haben, sie wollen irgendwie Support haben und haben mich mit Problemen angerufen, die sie mit ihren Geräten hatten, habe ich gesagt, ja, dann kauf dir die Geräte, die ich auch habe. Dann funktioniert es. Ich habe keine Lust, mich noch in ein Fremdthema einzuarbeiten. Wenn du dir ein fremdes Gerät kaufst, weil, keine Ahnung, das war gerade da oder das war günstig oder das war dieses und jenes, ja, dann hast du halt nicht meins und dann, ja. Obwohl ich eher mal auf die günstigeren Geräte gehe, aber es wurscht jetzt in irgendeiner Form. Das ist natürlich dann immer so ein Thema. Wenn man einen Sonderweg geht, dann muss man natürlich auch sich um seinen Support kümmern. Deswegen freue ich mich eigentlich immer, wenn es ein bisschen diverser war. Mittlerweile bin ich eh raus, ich bin ja viel zu alt. Ich habe keine Ahnung mehr. Was weiß ich, irgendwelche Elfjährigen zeigen mir jetzt, wie das auf dem Telefon funktioniert. Also das ist, der Zug ist abgefahren. Da brauche ich mir auch keine Hoffnung mehr zu machen, dass der nochmal wieder zu mir zurückkommt. Muss er eben auch nicht, das ist ja das Gute. Dass man hat ja so seinen Entdeckerdrang und der hört ja irgendwann auf. Und dann ist man happy, wenn das Zeug, was man hat, einfach funktioniert. Und mittlerweile, das ist ja auch der Punkt, also ganz ehrlich, es gibt ja nichts mehr, was irgendwie schwierig wäre. Es funktioniert ja alles von allein. Das ist ja auch, der Kick ist ja auch weg. Ist auch gut, weil ich wollte ihn jetzt gar nicht mehr haben. Aber ich habe ja schon oft genug drüber geredet. Früher gab es einen Kick, man hat sich was Neues gekauft, man hat es heimgeschleppt, dann hat man ja erstmal sich einen Tag damit beschäftigt, bis es läuft. Heute habe ich ein neues... Das habe ich hier falsch gemacht. Ich bin ja hier und nicht da. Heute habe ich ein neues Telefon und ich stöpsel es zu Hause an. Also ich mache es an, es ist ja eh geladen. Log mich kurz ein, alle Daten sind da. Ja, okay. Das Hintergrundbild ist sogar da. Also jeglicher Spaß am System ist irgendwie weg. Es funktioniert halt einfach. Nervenschonend. Sollte man sich doch drüber freuen. Und man braucht keine Einrichtung mehr und gar nichts mehr. Es ist alles so... Es ist so spielend einfach. Das ist unglaublich.
Aber man wird halt dadurch auch ein bisschen faul. Man kümmert sich halt nicht mehr um seine Sachen. Es muss jetzt alles von alleine gehen. Wenn es dann nicht geht, ist man sofort aufgeschmissen, weil man überhaupt keine Ahnung mehr hat, auf was das eigentlich gefußt hat. Man kennt keine Workarounds mehr. Die Leistung ist ja mittlerweile bei allen ausreichend. Also das ist wirklich sehr atemberaubend, was die Dinger alle können. Und ja, aber der Trick ist halt auch raus. Irgendwie, ich weiß nicht, ist immer die Frage, ob man mit diesem Imperfekten nicht eigentlich viel glücklicher ist, als wenn es dann alles schön abgeschlossen perfekt ist. Ja. Kommt so ein bisschen die Nostalgie durch, es war früher besser, es hat halt praktisch nichts geklappt und ich meine, drei Viertel der Sachen, guckt euch mal, wann habe ich die, mein erstes war noch eine Minolta Digitalkamera, ich erinnere mich. Die hat hinten so ein Mäusekino drauf und hat 2-Megapixel-Bilderchen gemacht. Und die waren gruselig vom Gesamtergebnis. Ich habe mich trotzdem gefreut wie Bolle. Und jetzt will mir irgendeiner erzählen, dass das die bessere Zeit war. Also es war vielleicht putziger, wir waren halt in der Aufbruchsstimmung und so weiter und so fort, aber die Ergebnisse waren ja gar nichts und kein Mensch wollte das wieder zurückhaben. Man würde an allen Ecken stehen und denken, ja, es funktioniert ja gar nicht. Komm, ich rufe mal irgendjemanden an und hast irgendwie 40 Pfennig die Minute gezahlt. Ja, richtig. Heute hast du für 12 Euro eine Flat inklusive Internet. Unfassbar. Da gab es noch die Dienste, habe ich schon mal erzählt, oder? Die Dienste, dass man sich auf dem Telefon anrufen lassen konnte, damit man den Grund hatte, in der Öffentlichkeit sein Telefon rauszuholen, um den Leuten zu zeigen, dass man ein Telefon hatte. Sensationell. Das als Geschäftsidee überhaupt anzubieten, glorreich. Und dass das jemand dann auch noch bucht, fantastisch. Aber sowas kann ich mich den ganzen Tag freuen. Naja. Ich bin maximal unkonzentriert heute. Maximal unkonzentriert, ist der absolute Knaller. Ich suche mir ständig die Teile aus dem falschen Bauschritt raus. Heute darfst du mich nicht alleine über die Straße gehen lassen. Ähnlich, wie habt ihr hier Stürmchen, gell? Ist Stürmchen bei euch gerade? Passt auf euch auf. Guckt, dass euch nichts auf den Kopf fällt. Alles schön fest verteuen. Und dann ist alles gut. Hier in Frankfurt ist hier wie immer die übliche Sache. Es schreien alle rum, lala, Sturm und es wird was passieren. Jetzt passiert gar nichts in Frankfurt. Frankfurt ist wettermäßig in einer Situation, in der nie was passiert. Nie. Die sagen drumherum, wow, super, Schnee wie noch nie. Frankfurt, kein Schnee, Sonne. Dann riesiger, was weiß ich hier, Sturm, Regen. Alles geht unter, guckst raus, Frankfurt, Sonne. Dann haben wir die tiefliegenden hässlichen Wolken. Und dann war's das. Das Einzige, was wir immer volle Wäsche mitkriegen, und zwar volle Wäsche, ist Hitze. Die hängt dann auch bei uns in diesem Kessel und die bleibt. Deswegen haben wir hier ja auch Frankfurt am Strand und Frankfurt am Meer im Sommer und nicht mehr Frankfurt am Main. Dann laufen sie alle hier rum in ihrem Bikini und flitzen durch die Gegend und in der Badehose, mitten in der Stadt, weil sie an Main runtergehen und bei 45 Grad da irgendwie braten. Da glaubst du wirklich, du bist in irgendeiner Urlaubsregion gelandet. Richtig. Ich zeige euch gleich mal, was ich bisher gemacht habe. Aber es ist genau das gleiche wie beim letzten. Also ihr könnt da auch mal kurz hinspulen ins alte Video. Ich baue genau das gleiche nochmal. Ja, das kriegen wir ab. Aber ansonsten alle anderen Wetterphänomene ziehen an Frankfurt immer vorbei. 3-4 Kilometer westlich, da geht die Welt unter. Wir hier kriegen nichts mit. Ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste. Ja, dass man hier irgendwie überhaupt mal ein steiferer Wind weht. Also da ist schon viel dann los gewesen. Und Schnee haben wir ja sowieso nicht. Also eh nicht. Schnee in Frankfurt, das ist deswegen, kriegen sie auch die ganzen Helden nicht hin. Also die anderen Helden. Ich habe es tatsächlich gemacht. Ich hatte ja, glaube ich, Bilder davon geschickt. Nein, hatte ich nicht. Fiat hatte keine Lust drauf. Ich erinnere mich. Habe ich bis heute noch nicht verstanden, wo dein Problem genau war mit mir. Aber ich muss ja nicht alles verstehen. Ich habe Winterreifen draufgezogen. Und
Aber ich bin der Einzige. Also ich, wenn ich hier aus der Straße rausgehe, steht mein kleines Autochen. Und drumherum die Autos, guckt mal hier drauf, Sommerreifen. Alle Sommerreifen. Und da denke ich mir, ja Freunde, es schneit bei uns nicht, aber kalt wird es trotzdem. Da kannst du auch den Leuten 300 Jahre erzählen, sie werden es nicht merken. So, mal kurz für euch. Wir haben oben wieder dieses nette Gemäuesystem. Ja, richtig. Alles da. Ja, und fahren dann irgendwie bei minus 5 Grad mit ihren Sommerreifen rum und wundern sich irgendwie, dass das alles so ein bisschen, aber naja, macht man sich keine Gedanken drüber, wird schon passen. Nein, passt nicht. Ich fahre da draußen auch rum, geht auf eure elenden Winterreifen, wenn es kalt wird. Wo ist denn das Thema? Ja, man braucht nochmal Felgen. Ja. Ja, ich habe die schönen breiten Sommerreifen. Naja, ich habe auch breitere Sommerreifen als Winterreifen. Meine Güte. Wir werden es alle überstehen. Und vielleicht sind wir ein bisschen sicherer unterwegs. Möglicherweise. Und wenn dann einmal bei uns Schnee kommt, der ist ja sofort, sind ja alle tot. Alle. Weil dann geht ja gar nichts mehr. Dann kriegst du überhaupt nichts mehr hin. Er kann es nicht mehr fahren. Musst im Voraus schon mal, und das ist ja auch die Sache, ich glaube, das ist ja auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du dann morgens dann ins Auto steigst und sagst, oh, es hat geschneit über Nacht. Das wird schlimm. Das wird einen riesen Stau geben, dann fahren auch alle so, als wäre der Stau schon da, obwohl er gar nicht da ist. Und da denke ich mir, was denn hier los? Und da bin ich jedes Mal so froh, dass ich nicht mehr viel pendeln muss. Aber hin und wieder doch ein wenig, deswegen kriege ich es damit. Heute Morgen zum Beispiel war ich kurz nach dem Berufsverkehr unterwegs. Da lag irgendwo mal ein Ast auf dem Ding auf der Straße. Sofort Warnblinker raus, gib ihm, der Sturm ist da, wir werden alle sterben. Das war nichts. Da lag ein Ast. Hat wahrscheinlich ein Kind auf die Straße geworfen. Nicht mal hingeweht worden, gar nichts. Nein. Naja. Ich muss mal ein bisschen, glaube ich, beim Autofahren ein bisschen filmen. Und muss euch mal erklären, was ich mir alles so denke beim Autofahren. Ich muss nur gucken, dass ich das jugendfrei halte. Und dann wird das wunderbar. Ich freue mich drauf. Aber wir kamen noch eigentlich von YouTube. Wie kam ich denn jetzt schon wieder zum unkonzentriert. Ich bin heute unkonzentriert. Ich merke schon den ganzen Tag. Ich glaube, ich habe meine gesamte Konzentration für den Tag heute Morgen beim Autofahren aufgebraucht. Ist nichts mehr übrig. Weil man muss ja, das ist ja das Thema, die nehmen einen ja mit ihrem Blödsinn, den sie treiben. Man kommt in Situationen, die echt unnötig sind, aber so, man, die nehmen es halt auch nicht ernst mit dem Autofahren. Ist ja auch so ein Thema. Wollte ich auch mal, da rede ich ja beim Held mal drüber in langer Zeit. Das ist, da ich nicht verstehe, dass die Leute da mit ihren 1,5 Tonnen Autos oder mehr unterwegs sind und nicht schnallen, was für ein, dass das ernst, ein ernsthaftes Thema ist. Da ist ernsthaft Energie unterwegs und die muss man kontrollieren. Dafür braucht man Aufmerksamkeit. Und ja, beim Autofahren muss man sich konzentrieren. Tatsächlich. Am besten die ganze Zeit. Das ist hilfreich. Ja, das ist anstrengend. Richtig. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, lässt man es besser. Aber das ist so, wenn ich dem morgens dann mal zugucke, dann im Auto, habe ich echt das Gefühl, die sind auch so ein bisschen zu Hause. Kuscheln sich da so rein, hier ein bisschen Snack, dann wird noch ein bisschen was fertig gemacht. Oh, so konzentriert. Ja, komm, wir kommen schon an. Wenn der vor mir bremst, bremse ich auch. Mehr muss ich nicht wissen. Ich denke, sensationell. Mit euch teile ich mir die Straße und wir fahren hier irgendwie Kolonne 150, alle im Abstand von irgendwie 2 Metern und vielleicht 20 nach vorne. Und man feuert hier lang und ich habe solche Leute um mich rum. Da kannst du auch irgendwie in die Menge schießen. Ich glaube, das ist ähnlich gefährlich. Naja. Ich baue hier fröhlich weiter, gell? Das zum Beispiel ist etwas, hier kann man abschalten beim Bauen. Da braucht man nicht die Konzentration. Hast du dich verbaut, baust du zurück. Kein Problem. Kann man die Gedanken ein bisschen kreisen lassen. Der Onkel wollte was von YouTube erzählen. Das ist weg. Bin beim Autoverkehr hängen geblieben. So. Was ein Glück, sage ich euch, dass ich von vornherein beschlossen habe, dass ich gewisse Themen hier ausgrenze. Sonst könntest du immer mal zwischendurch Gas geben. Weil irgendeiner, irgendwo, irgendetwas oder irgendeine, wir wollen euch Mädels nicht außen vor lassen, irgendeinen Bock geschossen hat. Kreiselt natürlich bei mir im Kopf auch immer rum. Aber ich nehme das ja, und das ist das Schöne, als ich sehe es ja als Unterhaltung. Ich glaube ja wirklich, Brot und Spiele, ich glaube ja, ich werde einfach damit nur gut unterhalten.
Das ist mein Plan. Und dann sieht man es auch gleich viel lockerer. Ich glaube, es ist eine richtig gute Show, die da abgezogen wird. Ja. Das kann ja nicht deren Ernst sein. Wir haben jetzt den Deckel gebaut. Und das werde ich auch immer darauf angesprochen, die Angusspunkte sind echt groß. Das ist prinzipiell egal, weil es innen ist. Aber groß sind sie trotzdem. So, und du jetzt hier. Aha. So, passt wie die Eins. Sehr, also ernsthaft belastbar. Ernsthaft gut, ist ernsthaft dran. Läuft. Ja. Ah, jetzt sind wir doch schon hier. Halbe Höhe haben wir schon. Spitze. Ja, weiter geht's. Ja, und die gute Show hat mich gut unterhalten, aber damit komme ich doch wieder zurück. Gibt doch ganz andere Sachen, die sind viel schöner, die mich unterhalten können. Und da bin ich doch schon wieder, grandioser Übergang bei YouTube zurück. Und da habe ich mir erst wieder ein paar nette Autoschen angeguckt. Schöne alte Autos, da kann man da unterwegs sein. Bei Lennos Garage oder bei Hubi oder irgend sowas. Die sind doch, da kann man mal so richtig sich ein bisschen amüsieren über irgendein Auto, was man vielleicht auch mal selbst hatte oder mitgefahren ist, irgendeiner in der Familie hatte es. Und dann sieht man so ein Ding, da mal wieder irgendwas aus den 70ern oder 80ern. Man amüsiert sich einfach nur über irgendein Fahrzeug, was man aus einer Serie kannte. Und nimmt man mal, was weiß ich, den A-Team-Truck. Ich habe ja reingeguckt. Ich habe gesehen, A-Team gibt es in der Originalversion wieder. Das ist großartig. Habe ich mich sehr gefreut. Und dann guckt man rein, dann sieht man natürlich den Truck. Und ich habe mir mal irgendeine Show angeguckt. Da gab es ein Review von dem Truck. Und man hat ihn ja eigentlich immer nur von außen gesehen. Oder BA dann, wie er fuhr. Oder bei Murdoch mal fuhr. Aber er hat sich dann irgendwie 5 Tonnen Goldketten umgehängt, damit er das richtige Gefühl im Auto hat. Großartig. Und dann gab es ein Review und da hat man das Ding mal von innen gesehen. Das ist eine dermaßen eine Schüssel. Aber ich finde sie so großartig. Das macht mir echt Spaß. Ist ein bisschen desillusionierend, weil natürlich die Kindheitserinnerung eine ganz andere ist. Aber das ist ja wurscht. Der Hausmeister bei Scrubs hat den ja auch dann mal gehabt. Ähnlichen. Auch immer sehr schön. Ich glaube, da ist dann JD mal mit Rollerblades gefahren, hat die Kontrolle verloren. Der Hausmeister hat eine Schanze gebaut, hat seinen Truck dann zurückgefahren und hat ihn dann natürlich gegen die seitliche Tür donnern lassen. Die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben. Es ist ja immer noch, Scrubs ist immer noch bei mir unter den, ich würde mal sagen, unter den Top 3 Serien aller Zeiten. Für eine Unterhaltungsserie. Ich glaube schon. Die haben sich Sachen einfallen lassen. Also Cox und Janitor und Kelso, die haben es schon hart drauf, die beiden. Die drei. Alle zusammen haben sie es schwer drauf. Vor allem in den späteren Staffeln. Nicht in den aller ganz späten Staffeln, da nicht mehr so. So. Ist nicht im Stream verfügbar. Ich habe erst gestern wieder gecheckt. So traurig. Verstehe ich nicht. Auf Deutsch ist es verfügbar. Nicht das gleiche wie das. Ja, ich weiß. Und tap. Ja. Und es ist schon ein bisschen sich wiederholend hier, so ein ganz klein wenig. Zu den Bautechniken kann ich euch auch genau nichts anderes sagen als das letzte Mal. Ich meine, es funktioniert alles. Ich finde, es sieht auch alles gut aus. Ich mag das, wie sie das hier mit den Steinchen hinkriegen, dass wir hier tatsächlich diese Festungsmauer bauen. Sowas würde ich mir auch für eine eventuelle Burgenserie mal wünschen, dass solche Mauerbauten aufgenommen werden. Ich finde die wirklich gut. Die sind aufwendig und die sind nicht so cool zu bauen, das stimmt, aber ich finde das Ergebnis halt echt in Ordnung. Sieht halt nach einer richtigen Burg aus und nicht nach irgendwie was sehr grobschlächtigem, sondern es trifft es halt so ein bisschen. Ist vielleicht nicht so märchenschlossartig, aber ist halt recht burgisch. Ich könnte es mir auch in dreckigeren Farben vorstellen, also ein bisschen Sumpfburg oder so, ja, auch cool.
Da geht schon einiges. Hep. Und der da. Und sehr stabil. Weiterhin. Also ich hätte nicht gedacht, als ich mir die Bilder angeguckt habe, wenn ich diese Burgmauern baue, ich habe eigentlich gedacht, die würden, also ich meine, das hält man einfach hier oben dran. Das Zeug hält bombenfest. So fest, dass es nicht immer top angenehm ist, die scharfen Kanten auch zu drücken. Aber das Ergebnis ist beeindruckend. So, sitzt. Und jetzt irgendwie der ganze Rest hier anscheinend in dem Bauschritt. So, mal hier, vier. Was haben wir hier Großes vor? Ah, da kommt wieder so eine Schwingtür ran. Verstehe, verstehe. Gibt alles schlagartig Sinn. Ich bin voll dabei. Nachdem ich mir dann Bad Boys mal wieder angeguckt habe, habe ich natürlich mir auch direkt mal wieder Man in Black angeschaut. Auch große Momente. Große Momente in diesem Film. Der hatte mich auch sehr amüsiert. Ja. So. Schön. Was funktioniert bei hier alles ganz gut? Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir hier uns jetzt ordentlich durcharbeiten. Am Anfang habe ich noch wesentlich langsamer gebaut, bis man erstmal so den Kopf in die Richtung gebracht hat, dass man weiß, welche Teile die meinen, dass man weiß, was die genau in der Anleitung, die Reihenfolgen und so weiter. Aber man gewöhnt sich ja dran. Es ist ja nicht besser oder schlecht, das ist einfach nur ein anderer Rhythmus, den man hat. Und sobald man da einmal drin ist, geht es eigentlich wirklich sehr, sehr viel besser. So, dann auch hier so eine, ein Fünfer. Hä? Nicht spitze, fast spitze würde ich es jetzt mal nennen. Okay. Ich habe jetzt die Tür zugemacht, aber der Fünfer, der liegt hier oben einfach nur so drauf. Der ist nicht fest. Weiß nicht genau, was der Trick da ist, werden wir gleich sehen. Das hat mich jetzt nur gerade am Anfang ein bisschen verblüfft. Ich hätte gedacht, das wird jetzt irgendwie gleich gescheit verbunden. Na ja, mal gucken. Also die zwei, der, drei davon. Jetzt mal kurz hier ein bisschen. Jetzt rollt doch nicht die ganze Zeit weg. Und wir stapeln weiter lose auf dem Ding. Die Verbindung kommt dann wahrscheinlich gleich erst. Diese halbrunden Dinger haben aber da gefehlt. Wieso haben wir die jetzt hier als Stilelement dazugekriegt? Nicht, dass sie mich stören, aber ich wundere mich, warum, was an dem Turm anders ist als an dem anderen. Ah, okay, und jetzt kommen wir hier. Jetzt haben wir 3-3 und jetzt überbrücken wir den freistehenden Fünfer. Hat natürlich auch direkt ein bisschen Spannung. Komm her, du Wurm. Ja, das ist auch fest jetzt. Meine Herren. Da weißt du aber auch jetzt Bescheid. Also der Fünfer hier sitzt jetzt und die Tür geht jetzt sauber auf und das hier ist auch wieder, hat auch wieder ganz Land dran aufhängen an dem Ding. Super stabil. Okay, gut. Passt. Kann nicht sein, ist zu viel Zeug noch übrig. Was habe ich jetzt schon wieder vergessen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Lagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben Lagen. Eins, zwei, drei, drauf, sieben Lagen. Ich habe alles verbaut. Ich kann nichts dafür. Es bleibt alles übrig. Ich verstehe das nicht. So, 32, 33.
Ja, und zum Stürmchen. Ich hoffe, auf jeden Fall euch ist nicht irgendwie die Bude weggeflogen oder ein Ast aufs Auto oder Baum auf den Kopf oder was auch immer dann unschönen Dingen passieren kann. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen. Und erfreut euch eines schönen Wochenstarts. Und habt tolle Pläne. Ich habe sehr schöne Pläne für die Woche. Und das wird ganz wunderbar alles. Treffe viele nette Leute. Drehen hier und da ein nettes Video. Hier und wieder wird einfach nur geschwätzt. Und vielleicht ein nettes neues Projekt besprochen. Und ich drehe natürlich Videos vor für die Zeit in Kalifornien. Und wird ganz viel Spaß haben. Ich glaube, das wird eine sehr gute Woche. Ja. Ich bin mir eigentlich ganz sicher. Und ich hoffe, eure ist ebenso nett. Macht schöne Dinge. Habt nette Leute um euch rum. Und ich treffe eigentlich auch momentan nur nette Leute. Also es ist, weiß nicht. Ich darf es ja nicht jinxen hier oder irgend sowas, aber ich wundere mich ja manchmal schon. Ich denke mir, ja gut, ich meine, das ist doch gaussische Verteilung. Warum muss ein Depp um die Ecke kommen, oder? Das ist doch so, ich weiß nicht, es läuft schon viel zu lange, viel zu gut, dass ich mir denke, ja, wahrscheinlich kommen immer irgendwann 10 in Folge dann. Aber ich werde nichts dafür tun, dass es passiert und ich werde weiter brav aussortieren und wählen und Projekte mir genau angucken, damit ich zumindest alles getan habe, was von meiner Seite möglich war, um die Deppenquote gering zu halten. Aber entweder bin ich damit außerordentlich erfolgreich oder es ist einfach gerade eine echt gute Zeit. Ich glaube, es ist einfach eine echt gute Zeit. Und das versuche ich mal ganz souverän weiter beizubehalten. So macht mir das echt Spaß. Es sind zwar viele Termine, aber egal welcher Termin, ich freue mich drauf. Weil ich weiß, das wird nett. Das wird irgendwie spannend, unterhaltsam, was auch immer. Und dabei hat man meistens ein freundliches Gesicht gegenüber. Oder zumindest ein außerordentlich kompetentes Gesicht. Das muss nicht immer freundlich sein. Auf jeden Fall nichts, wo man sich so denkt, meine Güte, was habe ich verdient? Womit? Falsch gemacht im ersten Leben oder im 9. und jetzt bin ich im 10. dass ich das verdient habe, hier zu sitzen und mir das anzuhören. Also. Und ich muss sagen, das Problem ist natürlich, je mehr das so ist, desto geringer ist meine Toleranz, wenn sich es dann mal ändern sollte, glaube ich. Das hier auch so ein, habe ich das jetzt richtig gebaut? Ich glaube schon. Sieht so aus wie auf dem Bild, also von daher bin ich ganz zufrieden mit mir. Das ist ja auch so ein Punkt, da wundere ich mich auch, wenn ich mit anderen Leuten spreche, die halt gerade nicht dieses Glück haben, dass sie entweder A wählen können, mit dem, wem sie arbeiten, oder auch wenn sie gewählt haben, Pech hatten. Das sind halt ein paar Leute dabei, die du echt nicht brauchst. Ich habe hier wieder, das ist hier wieder die Krone, die hier gebaut wird, ja, genauso wie hier so. Das ist ein ähnliches Konzept wieder. Kurz stärken. Dann spreche ich mit denen und die sind halt unglücklich wegen schlechter Arbeitssituation, komische Leute, was auch immer, Auftraggeber, irgendwas ist die Seuche. Und ich glaube, wenn man da so langsam reingerät, dass es die Seuche ist und man kommt nicht von dem Wunderbar-Level gerade, dann hat man auch nicht diesen hohen Anspruch und lässt mal was durchgehen an Idiotie um einen herum. Und ich glaube, das pflanzt sich sehr, sehr, sehr schnell fort. Da kommt man dann von einem, es geht immer weiter runter, bis halt wirklich irgendwann einfach nur noch gruselt, zur Arbeit zu gehen oder Projekte zu starten oder irgendwas zu machen, weil man sich denkt, ach du meine Güte, mit was ich da wieder rumhängen muss. Und das Stümperei dann auch noch, das ist ja auch die Sache. Ich meine, Leute, die irgendwie nicht gut drauf sind und rummotzen, ist die eine Sache, solange sie wenigstens sehr, sehr, sehr kompetent sind. Aber wenn es dann auch noch Stümper sind, das geht wirklich kaum. Ich glaube, man muss da irgendwie gucken, im Rahmen der Möglichkeiten,
so viel Qualität da reinzubringen, wie es nur geht, und den Anspruch hochzuhalten und rauszufiltern und gar nicht erst irgendwas sich einschleifen zu lassen, dass man da was durchgehen lässt und sich sagt, nee, Freunde, ich verbringe mit euch hier meinen Tag, mein Projekt, was auch immer. Nee. So nicht. So? So. So muss es gehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist ja auch mein größter Spaß an dem, was ich mache in den letzten Jahren, dass ich wählen kann, mit wem ich was mache. Und mir keiner sagt, du machst das jetzt. Und ich grundsätzlich sage, nö. Mach ich nicht. Hast du dir gedacht? Tue ich aber nicht. Ist nicht, wird nicht, geh wieder. Und das ist das wunderbar. Das sind 90% meiner guten Laune. Und so muss es eigentlich, aber ich finde, so muss es sein. Also, das ist die untere Kante. Und ich verstehe auch jeden, der irgendwie was machen möchte und dann sagt, nee, möchte nicht, dass ich dabei bin oder sowas, weil er einfach sagt, das ist nicht die, das ist dann nicht die Stimmung, die man in dem Moment haben möchte. Dann sage ich, ja, du musst. Das verstehe ich viel eher, als mir, wenn mir irgendjemand was sagen würde, was wir sich verstreiten uns über irgendwas anderes, Inhalte, Geld, sonst was, keine Ahnung, ist ja wurscht. Ich finde es gut, wenn einfach jemand sagen kann, hier, ich stelle mir das anders vor, wir haben da eine andere Chemie, dann lass uns lieber abends mal ein Bier trinken, dafür stehen wir uns gut, zusammenarbeiten, lass mal. Ja, super. Finde ich klasse, anstatt sich da irgendwas hinzubiegen und dann quält man sich gegenseitig bei der Arbeit. Das muss doch nicht sein. Wird viel zu wenig gemacht, finde ich. Das ist immer gleich so persönlich. Immer gleich so schrecklich persönlich. Aber es gibt einfach Sachen. Es gibt Leute, mit denen verbringe ich liebend gerne meine Zeit. Aber ich möchte auf keinen Fall mit denen zusammenarbeiten. Auf keinen Fall. Und bei manchen ist es umgekehrt. Perfektes Zusammenarbeiten. Aber danach kann man auch sagen, hier, mach du dein Leben, ich mach meins. Großartig. Ich finde einfach nur, man muss die Sachen definieren können. Und ich finde, man kann sie erst definieren, wenn man sich auch wirklich mal in Ruhe hinsetzt und sich überlegt, was man selbst möchte und wie man es gerne haben möchte. Und wenn man das dann einfach mal identifiziert hat, dann kann man die richtigen Entscheidungen treffen. Und bisher waren das für mich immer nur gut. Okay, ich kann da eine Einzelmeinung haben, absolut möglich. Aber für mich hat es funktioniert. Und ich glaube, es war auch keine anhaltend böse, oder? Ich glaube nicht. Melde dich, falls es doch anders ist. So. Sehr, sehr spannend. So ein Mal 3, sage ich euch. Da denkst du, jetzt macht's. Jetzt cool. Ach, bin ich froh. Und es geht noch weiter. Hier liegt ja auch noch Zeug, aber ich dachte, vielleicht bleibt es übrig. Kann ja auch mal sein. Supp. Ja, das ist doch noch das gleiche Graffel wie eben auch. Ein solchen. Vier von denen. Drei, vier. Und dann noch so ein Knubbel. Spitze! Was gucke ich denn später auf YouTube? Ich weiß noch gar nicht. Aber es wird irgendwas Nettes. Ich muss ja mal meine Watchlist gucken, was ich da mir mal gespeichert habe für später. Da ist bestimmt noch was Nettes drin. Irgendwo habe ich auch noch ein Video. Nochmal so ein Rundgang durch Frankfurt vorm Krieg. Großartig. Die Zerstörung war ja irgendwie nahe 100% in der Innenstadt und ist nichts mehr übrig von der schönen Innenstadt, die es mal gab. Und das ist immer klasse, weil ich mich ja schon sehr gut auskenne in Frankfurt, und auch wenn das nicht mehr die Häuser und Straßen sind, die ich kenne, weiß ich ja trotzdem, wo wir sind und kann mir das dann auch vorstellen. Wenn ich da mal wieder in die Stadt gehe, ich mir denke, dort stand mal das und das. Wahnsinn, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Jetzt ist ja die Berliner Straße einfach voll reingeschneist und fertig. Die Stadtplaner waren auch voll trunken in Frankfurt. Aber gut. Aber, was man ihnen lassen muss, sie waren wenigstens mutig genug, dass wir jetzt Platz haben für Verkehr, der in anderen Städten komplett kollabiert, weil wir halt
keine alten Häuserchen haben, auf die man Acht geben musste bei der Verkehrsplanung. Da wurden einfach riesige Straßen voll durchgezogen. Schön macht das eine Stadt nicht. Aber wir werden hübscher. So, wir haben jetzt ja einen Kranz gebaut. Auch wieder wenig überraschend, gleiche Geschichte wie beim anderen. Sieht jetzt ein bisschen designmäßig anders aus, ein bisschen zerklüfteter. Aber nichts, vor dem man Angst haben müsste. Und die setzen wir hier drauf, die Jungs. Komm her. Du auch hier. So, warum ist denn der Abstand hier so groß? Da habe ich doch was falsch gemacht. Nur falsch ausgerichtet. Das kann man sich jetzt auch noch hübscher machen wahrscheinlich. Ich finde es lang. Für das, was ich vorhabe. Türmchen. Ist okay. Ja. Müssen wir mal gucken, was hier jetzt noch so an Deko kommt. Das kommt im nächsten Schritt. Jetzt kommt erstmal wieder ein Deckel auf die ganze Geschichte. Hm. 1, 2, 3, 4. Das hier. 1, 2, 3 davon. Einer davon. Einer davon. Drei davon. Zwei hiervon. Einer davon. Einer davon. Alles da. Perfekt. Funktioniert ja grandios. Ja, aber ich muss ja mal mit dem Stürmchen, da muss ich auch mal gucken, die Warnungen, die ich gesehen habe, waren alle irgendwie extern. Ich habe auf der Frankfurt-Seite, ich bin einer von den alten Menschen, die hin und wieder mal auf eine Webseite von der Stadt gehen. Also ich muss das jetzt nochmal irgendwie verfolgen während des Sturms und drumherum und so weiter und so fort, ob da irgendwas passiert. Ich bin da drauf gegangen, die letzten News, die ich gesehen habe, waren irgendwie Tage alt. Ich dachte, wie kann das denn sein? Eine Stadt muss doch einen haben, der da irgendwas tut. Und irgendwie da mal eine Information hinhaut oder so. So, warte mal. Also die Idee ist jetzt, dass ich hier diese Platte hier reinsetze. Ich muss jetzt mal gucken, wo die danach sitzen soll. Aha. Ich schließe also hier bündig ab. So, dann schließe ich da doch mal bündig ab. So, drauf da. Zier dich nicht. Okay. Warum bildet es nicht? Warum werden wir hier keine guten Freunde? Das geht doch gut, das geht gut. Ja, und jetzt auf einmal, oder was? So, also. Sitzt wie die 1. Auch wieder turbostabil. Kann wieder alles dran heben. Haben wir gemacht. Das bleibt doch wieder übrig, natürlich. Und wir gehen zur Tüte 34. Achtung, laut. Kleinste Tüte der Welt. Alles so Silber, das ist kein Grau, das ist Silber. Alles sehr spannend. Und den, na, da steckt da was drin. Jumperplate drauf, auch okay. Ah, jetzt kommt hier der Gegenpart. Ich habe ja eben hier oben ist ja ein Turntable Bottom und das hier ist jetzt Top. Großartig. Hier wäre so Kleinzeug. Dafür sind meine Finger zu dick. Dieses Kleingefuddel ist echt nicht meine allererste Wahl. Nochmal Kleingefuddel. Nochmal Kleingefuddel. Ja. Komm, Dinger drüber ge. Ömmelt. Falsch rum gemacht. Ah. Tod und Teufel. Geht da wieder raus. Hä? Ist da ein Ersatz drin? Da ist bestimmt ein Ersatz drin. Komm, weg damit. So. Dann. Du hier. Du da.
Es wird eine super Strahlenkanone. Du jetzt hier, jetzt zwei von diesen lustigen Kurbeln. Sieht aus wie so ein Crankding, mit dem man früher die alten Autos angeschmissen hat. Okay. Ich zeig's euch gleich. Ehrlich. Ich werde es tun. Mit diesem Orange kann ich mich nicht so richtig anfreunden. Das ist nicht die Farbe meines Vertrauens. So. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wozu hier die Slopes drin sind. Das werden wir vielleicht erfahren. Vielleicht auch nicht. Also hier ist so eine Bumme. 1A Bumme. Und die kommt jetzt mit diesem Dorn in die Jumperplate rein. Sitzt drin. Und jetzt wird hier drumherum. Genau. Dazu gibt es eine Fahne. Wo habe ich die Fahnen hin? Nee. Das ist ja die, die da schon dran ist. Ach, ich bin doch wieder doof. In mir ist doch auch wieder nichts. Also achso, halt doch, damit wird. Ha! Die Slopes und Geraffel werde ich doch gleich wieder benutzen, um hier dann die Türme zu verbinden. Passt mal auf. Ich habe jetzt wieder in meiner Unsinnigkeit habe ich gerade die Fahne gesucht, weil die hier oben dran war. Ich dachte, die sollte ich da draufsetzen. Soll ich aber gar nicht. So, das ist jetzt der Turm. Der kommt jetzt hier ran. Wird jetzt hier wieder mit den Noppen hier dran befestigt, wie das beim anderen auch der Fall war. Also stelle ich mal hier zueinander. Drücke ich da mal ran. So. Und jetzt auf der nächsten Seite, genau, wird jetzt gesagt, dass ich hier mit den Plates, sehr sinnvoll, zeige ich euch, könnt ihr mitmachen, hier unten diesen Übergang verbinde. Jetzt mache ich das noch richtig, brauche den richtigen Winkel. Brauche ich die zweite Hand. Und hier oben, haben wir es ja auch hier schon gemacht, das gleiche machen wir jetzt hier drüben. Ist aber jetzt eine ordentliche Stufe dann, die da entsteht. So. Das haben wir auch gemacht. Jetzt ist es hier tiptop verbunden. Haps. Und der hier verbindet hier unten jetzt hier die Naht auf der Seite. Sitzt. Und womit werden wir belohnt? Mit einer Weltklasse-Grafik. Sieht das gut aus? Spitze. Fantastisch. So. Und als nächstes wird dann hier so ein Wandelement gebaut mit super Monitor und Überraschung. Section 4 machen wir. Sektion Abschnitt in allen Sprachen. Und da gehen wir durch. Also Türmchen gebaut, oder? Ich habe gedacht, ob ich euch den Turm erspare, weil er so nah am anderen war. Aber ihr gesagt, ihr wolltet ihn sehen. Deswegen habe ich ihn aufgenommen. Ich habe ihn euch gezeigt. Ich drücke kurz auf Pause. Lasst euch kurz erholen. Und dann geht es bei mir sofort weiter und bei euch dann, denke ich, Tag später, zwei Tage später, was auch immer, vielleicht nach der nächsten Burg, die ich euch zeige aus dem Burgen-Special, habe ich doch da stehen, habe ich stehen. Und dann wird es wunderbar, oder? Richtig. Also habt eine großartige Zeit und wir sehen uns bald wieder. Richtig, so machen wir es. Bis dann.